Moin moin Leute, ich bin maximal gehypt, denn mittlerweile ist es so, dass das Solana Saga offiziell als Smartphone bestätigt wurde. Ausgehend vom Solana Breakpoint, der aktuell läuft, wurden nämlich weitere Informationen preisgegeben. Wir haben eine komplett neue Seite, die jetzt ja veröffentlicht wurde, die wir uns gleich widmen werden. Denn dort sind einige Informationen vorhanden, die für uns sehr interessant sind und ja, die werden wir jetzt gleich Stück für Stück abarbeiten. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren. Wir springen rein und schauen mal, was das Solana Saga 2 für uns nun bereithält. Und hier sehen wir es ganz offiziell, Solana Mobile mit einer komplett neuen Seite. Und es ist hier ja definitiv bestätigt, dass Solana Saga wird offiziell Seeker heißen. The Definitive Web Free Mobile Device. Pre-order now, shipping 2025. Es sind ja immer wieder so Gedanken aufgekommen, ausgehend davon, wie vorher die Seite aufgebaut war, dass das Solana Saga 2 kein Smartphone wird und viele dachten beispielsweise, es wird ein Tablet oder irgendetwas anderes, keine Ahnung, ein Toaster oder weiß der Geier was. Es ist aber definitiv so, es ist ein Smartphone und bevor wir jetzt gleich damit anfangen werden, dass wir hier Stück für Stück die Informationen abarbeiten, habe ich hier einmal für euch ja das offizielle Promo-Video, was dazu veröffentlicht wurde. Das schauen wir uns einmal in aller Ruhe an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich als alter Produktionsdesigner muss da ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Promo-Video deutlich besser hinbekommen. Die hätten mich dafür beauftragen sollen. Diese Arroganz nehme ich mir jetzt einfach mal heraus. Nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem gehypt auf dieses Ding, denn es wirkt irgendwie doch ziemlich frisch und toll. Dementsprechend, das passt soweit. Ich habe ja sowieso im Vorfeld, ein paar Tage vorher jetzt, einen Tweet abgesetzt auf X, wo ich mich da ausgesprochen habe und gesagt habe, dass ich definitiv glaube, dass wir in Zukunft mobil alles kryptotechnisch machen werden. Und ich würde sagen, die Flagship-Projekte, die wir dort haben, sind höchstwahrscheinlich Solana und auch Ton, die eben den Ton angeben werden. Allen voran höchstwahrscheinlich Solana mit ihrem Mobile Device bzw. Smartphone, was hier gegeben ist. Schauen wir mal, wie sich das so in Zukunft entwickeln wird. Für alle Ethereum-Fans muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Solana hier Ethereum bei weitem abhängen wird hinsichtlich des Mobile-Sektors. So viel Zukunftsmalerei gebe ich jetzt einfach mal von mir. So, das einmal dazu. Gucken wir nun hier einmal auf die Seed Vault Wallet. Denn hier ist es so, dass das Ganze powered by Solflare ist. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Wir sehen es hier, Natively Integrated Hardware Seed Vault and Mobile Wallet. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das Ganze hier eine Art Hybrid darstellen wird. Die Hardware Seed Vault Wallet, die eben hier dann abgebildet ist, wird wohl höchstwahrscheinlich von Solflare ausgegeben werden. Zusätzlich ist es ja so, dass ganz viele von uns im Vorfeld, weil ich habe ja schon zwei Videos zum Solana Saga 2 bzw. Solana Seeker gemacht, im Vorfeld natürlich das Telefon ja geordert haben und dementsprechend eine Wallet damit angeben mussten. Und ich glaube, dass diese Wallet eben mit dem Telefon verbunden ist und gleichzeitig eben eine Hardware-Wallet mit dort eingefügt wird. Wir also quasi hier einen Hybriden bekommen werden. Das bedeutet also, wir haben quasi eine Hardware-Wallet, die eben als Code-Wallet agiert und gleichzeitig eben eine Mobile-Wallet, so wie wir es sowieso schon kennen aus dem Kryptosektor. Und ich glaube, das ist eine völlig neue Geschichte und könnte durchaus hinsichtlich Thematiken wie irgendwelche Hacks oder sonstiges eine schöne Geschichte sein, wo eben Hacks nicht mehr so groß stattfinden könnten,
Vielleicht. Mal schauen. Wir werden sehen, wie sich das dann in der Zukunft so entwickelt. Ansonsten ist es eben so, dass wir hier einen Fingerprint drin haben und wir haben eben Double Tap Transactions und wir haben ein Seamless Interface. Ja, das Interface ist für uns jetzt erstmal relativ uninteressant. Was für uns tatsächlich interessanter ist, ist eben der Fingerprint und der Double Tap Transaction Feature. Denn hier ist es eben so, dass der Fingerprint für mich tatsächlich eine schöne Möglichkeit ist, eben ganz, ganz fix in eine Wallet reinzugehen, denn ich muss eben meine Fingerbusser draufhalten, kann in die Wallet rein, fertig aus, ich muss kein Passwort mehr eingeben. Das ist eine schöne Geschichte, das ist eine schnelle Geschichte. Das ist nichts, was jetzt mega innovativ sein würde, wobei ich sogar glaube, dass Apple das wieder als völlig neue Funktion verkaufen würde, wenn sie Krypto mit anbieten, aber hey. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine schöne Geschichte ist. Viel interessanter ist hier der Double-Tap-Transaction-Punkt, denn hier ist es nun mal so, wenn wir jetzt beispielsweise eine Transaktion machen und wir einfach bloß double-tippen müssen, dann ist das natürlich alles relativ schnell gemacht und wirkt meiner Meinung nach intuitiv. Ihr dürft mir in die Kommentare gerne schreiben, ob ihr das als relativ sinnloses Feature erachtet oder eben aussagt, hey, das ist eine coole Geschichte. Ansonsten Bild exklusiv lief vor der Solana Seeker. Wir können also mittlerweile immer mehr davon ausgehen, wenn es jetzt um den Mobile-Device-Sektor geht und die Smartphones, dass Solana sich so ein bisschen wie Apple aufstellt und das Ganze halt ökosystemtechnisch alles über eine einzige Blockchain laufen lässt und das ist eben Solana. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte, denn das setzt Solana mit seinem Zollcoin natürlich von anderen Anbietern unheimlich ab und macht den Zollcoin dadurch natürlich nochmal unheimlich viel interessanter, beziehungsweise ist die Funktionalität von Zoll dadurch nochmal ein Stück weit exklusiver, mehr gegeben und für alle diejenigen, die in Zoll investiert sind, ist das eine super coole Geschichte. So, das dazu. Ansonsten haben wir hier den D-App Seeker, bedeutet also, wir können ganz normal Punkte farmen und haben natürlich dann dementsprechend auch einen Reward Tracker, können eben sehen, wo wir wie Geld erwirtschaftet haben und das ist natürlich dann eben auch eine ganz tolle Geschichte. Letzten Endes werden hier ganz, ganz viele Narrative bedient, wie eben die Payments, DeFi, Deepin, NFTs und Gaming, wie das letzten Endes alles vonstatten gehen wird, ob das alles auch flüssig läuft und auch hier wieder intuitiv wirkt und auch innovativ. Das wird sich natürlich dann zeigen, wenn das Telefon da ist. Ich hoffe hier auf das Allerbeste, denn für alle die, die eben in Solana investiert sind, ist das wieder eine Bereicherung und könnte den Solana-Kurs natürlich nach oben katapultieren. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ansonsten geht es weiter und zwar hier ist der Reverse Seeker und hier haben wir eben dieses NFT, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Für alle die, die sich jetzt denken, ja, wie komme ich jetzt an diesen NFT ran, die jetzt beispielsweise noch nicht vorher das Telefon geordert haben, das könnt ihr immer noch nach wie vor. Wir gehen jetzt hier einmal kurz nach unten und überspringen hier einmal kurz die beiden Sachen, auf die gehen wir gleich ein. Und zwar geht es nämlich hier um das Founder Window. Es ist prinzipiell eigentlich egal, ob wir jetzt im Founder-Window sind, im Early-Adopter-Window oder auch im Supporter-Window. Sobald wir hier aktiv werden und dementsprechend das Telefon ordern, werden wir definitiv dieses NFT erhalten, also dieses Solana Saga 2 NFT. Denn dieses NFT ja, lässt es machen, dass wir definitiv für Rewards beansprucht werden, beziehungsweise wie Rewards dadurch erhalten. Sei es nun in Form von Airdrops, sei es in Form von weiteren NFTs oder sei es in Form von irgendwelchen anderen Sachen, beispielsweise von irgendwelchen Spielen, die im Gaming-Sektor, wie wir es hier oben sehen, dann vorhanden sind und wir beispielsweise dann irgendwelche Skins oder sowas erhalten. Weiß der Geier, für was das hier gut ist, aber letzten Endes für alle die, und ich habe ja schon Monate vorher hier Videos zum Solana Saga 2 gemacht, alle diejenigen, die hier aktiv geworden sind im Founder-Window, die haben sowieso durch die ganzen Airdrops, die reingekommen sind, das Telefon schon längst wieder abbezahlt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich glaube durchaus und behaupte auch weiterhin, dass wir noch weitere Airdrops bekommen werden, die dieses Telefon höchstwahrscheinlich abbezahlen werden. Also das hier ist eigentlich im Prinzip eine Nummer, wo man ganz klar sagen kann, kauft dieses verdammte Telefon, ihr werdet höchstwahrscheinlich sowieso damit einen Gewinn erzielen. Davon gehe ich nach wie vor aus und ich werde unten in der Beschreibung nochmal einen Link reinsetzen. Achtung, das ist ein Referral-Link, ihr unterstützt mich damit. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, mich zu unterstützen, dann lasst ihr den Ref, der dahinter steht, einfach weg und nehmt bloß das solanamobile.com und könnt dann dieses Telefon dementsprechend kaufen. So, so viel einmal dazu. Nun gucken wir noch einmal kurz beim Ökosystem vorbei. Das Ökosystem
hat die Creme de la Creme hier mit vertreten, die eben auf Solana verfügbar ist. Das sind natürlich nicht alle Apps, die hier mit drin stehen, also die Apps von Solana, aber es sind eben die wichtigsten, die Apps, und das ist ganz, ganz wichtig, dass das hier auch alles gegeben ist, denn sonst wäre dieses Telefon für uns relativ uninteressant. Und was haben wir jetzt hier so drin? Wir haben beispielsweise solche Monsterprojekte wie Radium, wir haben Tensor, wir haben eben Solflare, logischerweise, weil es eben die Wallet stellt, wir haben Star Atlas, dann haben wir hier WEN bzw. Jupiter, was eben auch ein ganz, ganz wichtiges Projekt innerhalb des Solana Ökosystems ist. Camino ist mit vertreten, ja, gerade wenn wir im Bereich DeFi unterwegs sind, ist Camino das Nonplusultra, ja. Wir haben Madlands, was eben die NFT-Kollektion schlechthin ist, Magic Eden, wir haben hier Step-In mit drinne, Meteora, wir haben Wormhole, Pive. Ich könnte jetzt hier ewig weitermachen bei diesen Ökosystemen, was ganz, ganz viele richtig geile D-Apps mit drinne hat, aber es ist hier eben, wie gesagt, so, die Creme de la Creme ist vertreten. Wir können also definitiv mit diesem Smartphone mobil die ganzen D-Apps nutzen. Gott sei Dank, das wird eine richtig geile Geschichte. Ich persönlich freue mich schon, auf Camino zu gehen, über ein Mobile Device und da dann eben aktiv zu werden oder beispielsweise auch über Sanctum oder eben über Jitto. Also, ihr hört es schon, ich bin wirklich gehypt auf das Ding. Es freut mich unheimlich. Ich bin wirklich gespannt. So, das dazu. Nun kommen wir aber eben zu einem Punkt, wo ich eben kritisch sein muss. Sehr, sehr kritisch. Denn jetzt kommen wir nämlich zu den Specs, die hier gegeben sind. Das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend vom Preis von diesen $450 sind die Specs absolut in Ordnung. Das kann man nicht anders sagen. Das passt, das ist okay. Wir bekommen hier ein absolut tolles Telefon für diesen Preis und können eben damit arbeiten, agieren und eben ein paar Dinge machen. Gehe ich aber jetzt davon aus der Sicht eines, ich sag mal, Influencers oder in meinem Fall tatsächlich eher Grafiker bzw. Produktionsdesigner und natürlich auch ein Mensch, der Fotografien macht und diese auch verkauft und viel Geld damit macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier ja eine Schmach. Das ist nicht so schön. Wir haben hier eine 32-Megapixel-Kamera drin. Gehe ich jetzt mal beispielsweise davon aus und ich nehme die Kamera, mit der ich hier gerade aufnehme, das ist der 3000-Euro-Kamera, und ich nehme die Specs, die hier gegeben sind, und nehme meine Kamera, die ich habe. Ey, ganz ehrlich, ich würde nicht ansatzweise im Traum darauf kommen, mit dem Solana Saga 2 bzw. Seeker Fotos zu machen und zu versuchen, diese zu verkaufen. Die Qualität ist hier einfach nicht gegeben gegenüber dem, was mir zur Verfügung steht. Wenn ich jetzt eine normale Person wäre, die eben kein Grafiker oder sowas ist und Fotografie und sowas betreibt, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es deutlich bessere Alternativen, wenn ihr mit einem Smartphone beispielsweise Fotografie betreiben wollt, was sowieso sehr, sehr schwierig ist meiner Meinung nach, und etwas verkaufen möchtet, beispielsweise Urlaubsbilder oder sowas auf einer Stockseite, dann ist auch hier, wie gesagt, eben anderes Material vorhanden an Hardware, was deutlich besser ist. Wenn wir jetzt beispielsweise mal vom iPhone ausgehen, und ich war jetzt schon einmal auf der Seite drauf, dann muss das Ganze hier eben mit dem iPhone 16 Pro mal verglichen werden. Den Vergleich muss ich das Telefon einfach stellen, weil es eben so von der Zeitangabe her gleich ist. Kommt es an das iPhone 16 Pro Max gar nicht dran, aber eben beim iPhone 16 Pro sind so ein paar Dinge mitgegeben, die gleichwertig sind. Gehen wir beispielsweise von der Kapazität aus, ist es eben so, in der kleinsten Ausführung beim 16 Pro sind diese 120 GB vorhanden. Das gleiche gilt auch hier für das Solana Seeker, auch hier sind eben 120 GB drin. Dann ist es eben so, wenn wir weiter runtergehen, ist eben die Abmessung auch die gleiche wie beim Solana Seeker 2. Das passt also auch. Ja, wir haben hier auch ein 6,3 Zoll Display beim 16 Pro. Und das gleiche ist eben auch hier der Fall. Ansonsten ist es eben so, wenn wir jetzt bei der Kamera gucken, dann ist es in der kleinsten Ausführung bei dem 16 Pro eben so, dass wir hier 48 Megapixel drinstehen haben. Und beim Solana Seeker ist es eben bloß eine 32 Megapixel Kamera. Was diese 108 bedeutet, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht so konform im Smartphone-Sektor. Aber ausgehend von den 32 Megapixel ist das schon relativ mau. Mittlerweile heutzutage definitiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass die wenigsten sich das Solana Seeker holen werden, um Fotografie und sowas zu betreiben. Wenn wir aber von dem vollen Funktionsumfang ausgehen und eine Kamera hiermit gegeben ist, muss ich es nun mal einfach diesen Vergleich stellen, also das Seeker. Und da muss man ganz klar sagen, von diesen Specs, die hier vorhanden sind, ist das Solana Seeker nicht so gut aufgestellt wie andere Telefone.
Nur wie gesagt, vom Preis ausgehend ist dieses Telefon vollkommen okay, gerechtfertigt und die Specs, die dann hier damit sind und man das Ganze proportional betrachtet, ist das vollkommen in Ordnung. Aber es ist eben hier kein AAA-Smartphone, auf gar keinen Fall. Das hier ist ein Smartphone, was dann eher der zweiten Riege angehört. Dessen sollte man sich bewusst sein. Aber sind wir realistisch, dieses Telefon kaufen wir uns, um eben im Kryptosektor aktiv zu sein, vielleicht irgendwie bei Telegram was zu schreiben, von mir ist auch WhatsApp, eben die einfachen Dinge zu machen. Hiermit grafisch etwas ausarbeiten zu wollen, wird meiner Meinung nach relativ schwierig. Das nur mal so als Grafiker jetzt zu euch gesprochen. Aber letzten Endes ist das alles so vollkommen in Ordnung. Wir haben hier ein Kryptotelefon vor uns. Dann gehen wir noch einmal kurz jetzt hier auf den Pre-Order selber ein. Ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, eben das NFT zu erhalten. Ihr seid nach wie vor noch Early Birds, um eben hier Airdrops mitzunehmen und auch andere Rewards zu erhalten. Dementsprechend für $450 finde ich das absolut in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, als ich die Videos zum Solana Saga 2 gemacht habe, was da für Preis angegeben war. Ich glaube, es waren $400 oder sowas. Aber selbst $450 ist absolut okay. Noch einmal kurz für euch mitgeteilt. Hier sind definitiv schon die Zollgebühren mit drin. Auch das wurde offiziell bestätigt. Das heißt also, weil ihr müsst dieses Telefon definitiv beim Zoll abholen, da es eben jetzt, ich glaube, von Amerika aus verschifft wird und nicht an die Adressen, die angegeben werden, verschifft wird, sondern eben zum Zoll gebracht wird. Ihr müsst keine Zollgebühren darauf mehr bezahlen. Das ist alles schon definitiv gegeben. Zusätzlich sei mit erwähnt, das hier ist der Dollarpreis. Wir sind bei $450. In Euro wäre das wohl hier irgendwie, ich habe jetzt gerade den Umrechnungsfaktor nicht da, 420, 410 oder 400 Euro. Dementsprechend, das ist alles vollkommen in Ordnung und das passt. Also dementsprechend, wer das Geld über hat, kann definitiv mal schauen, dass er sich dieses Telefon vielleicht vorbestellt. Wir sind fertig mit dieser kurzen Analyse zum Solana Saga 2. Wie gesagt, ich bin absolut gehypt, freue mich auf dieses Telefon und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so langsam wird es Zeit, dass ich ein neues Telefon bekomme. Es kommt, glaube ich, im Frühjahr 2025. Mein Telefon selber ist jetzt mittlerweile auch 5 Jahre alt, also dementsprechend, ich freue mich tatsächlich wirklich auf ein neues Telefon und kann es kaum erwarten, dann es in den Händen zu halten. Ihr solltet diesen Kanal hier abonnieren, denn sobald das Telefon da ist, werde ich dazu dann eine kleine Analyse machen in Hardwareform, denn dann wird es hier da liegen und wir gucken uns das Telefon dann einmal etwas genauer an. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.